Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu Starfield und heute gibt es Erfahrungspunkte en masse. Ich glaube nicht, dass es irgendeine bessere, schnellere Methode gibt, um Erfahrungspunkte zu bekommen. Obendrauf, wenn ihr lustig seid, auch ganz, ganz viele Credits. Wenn ihr Bock habt, so viel Krempel, wie wir gleich herstellen werden, halt auch zu verkaufen. Das ist es ja. A, man ist überladen wie Hölle. Wir werden ein wahnsinniges Gewicht tragen. Mehrere Planeten werden wir da in unseren Hosentaschen haben am Gewicht. Und wie gesagt, dann ist es ja immer das Problem, dass die Händler halt Summe X an Kohle zur Verfügung haben und wir dann immer wieder warten müssen. Aber ihr könnt auf diese Art und Weise halt nicht nur massiv Erfahrungspunkte farmen, sondern auch massiv Kohle machen. Beides ist hier wirklich möglich. Wie gesagt, das mit der Kohle machen, ob ihr das euch antun wollt, wirklich so viel Geld sozusagen von den Händlern abzuholen, das muss jeder für sich selber entscheiden. Und auch hier jetzt, ob diese Level-Methode jeder für sich benutzt, auch das ist natürlich eure Entscheidung. Aber es ist kein Glitch, das ist das Schöne. Es ist ganz normal, legitime Spielmechanik. Da ist nichts dann irgendwie verwerflich oder so. Das ist ganz normal, wie das Spiel halt funktioniert. Und diesmal werde ich euch darauf hinweisen vorweg. Also wir werden eine Basis bauen. Und um diese Basis zu bauen, benötigt ihr, also über den Daumen. Ihr benötigt 76 Aluminium, 43 Eisen, 16 Wolfram, 20 Beryllium, 30 Kupfer. Blende ich hier nochmal ein. So, wir befinden uns hier momentan in Akida City. Ganz einfach deswegen, hier gibt es eine Mining Corporation und dort gehen wir dann shoppen. Und die hat halt Aluminium, Eisen, Wolfram, Beryllium und Kupfer auch alles komplett an Bord, die junge Dame. Deswegen ist das hier unser Planet der Wahl. So, ich wollte eigentlich auf die Sternenkarte gehen. Genau, ich wollte hier nicht rausgehen. Nochmal für die Leute, die nicht wissen, wo Akida City ist. Und zwar ist das im System Cheyenne. Hier ist Alpha Centauri. Hier ist Narion. Alte Bauhasen werden auch Narion gut kennen mit einem der Wespenplaneten zum Abbauen. Und dann geht es hier nach Cheyenne. Und dort wiederum haben wir haben wir Akida City. Akida City. Da ist der Haupteingang, da sind wir reingekommen. Ich denke mal, das kennt ihr ganz gut. Hier ist diese kleine Stadtfigur da und dort ist dieses hohe Gebäude. Und neben diesem hohen Gebäude hier an der Seite ist die Mining Corporation. Hier ist die Mining Corporation und die junge Dame hat, wie gesagt, sämtliches Material für uns zur Verfügung. Allerdings nicht komplett, ne? Allerdings nicht komplett. Das bedeutet, wir werden ein paar Mal absitzen und warten müssen, um dort alles einzukaufen. Hier ist sie jetzt momentan sowieso ein bisschen leer, weil ich habe gerade eingekauft, ohne zu warten. Deswegen hat sie nicht alles da, aber sie hat ansonsten Aluminium, Eisen, Wolfram, Beryllium, Kupfer vor Ort. Ist kein Problem, das halt einfach in der entsprechenden Anzahl, wie von mir angegeben, einkaufen und dann kann es losgehen mit dem Basenbau. Wenn die Dame leer gekauft ist und ihr habt noch nicht genug Krempel, das wird euch ganz bestimmt passieren, gehe ich ganz stark von aus, könnt ihr direkt hier vor der Tür Platz machen, Sitz machen. Und zwar sind hier Stühle, da setzt ihr euch hin und wartet dann wieder eure Zeit ab, bis ihr dann halt wieder zweimal die Uhr ablaufen lasst, dann könnt ihr wieder shoppen, dann holt ihr euch das restliche Kram und dann geht es schon auf ins All, auf die Suche nach unserem besonderen Planeten mit Eisen und Aluminium, wo wir hin möchten. So, und nachdem wir jetzt die benötigten Mineralien zusammen haben, die wir brauchen, um mit dem ersten Basisbau beginnen zu können, brauchen wir natürlich noch den richtigen Planeten. Brauchen tun wir einen Planeten, wo wir A, Eisen abbauen können und B, Aluminium abbauen können. Und das Ganze muss auch noch nah beieinander sein. Ich habe mir hier ein System rausgesucht, habe ich auch als Tipp auf Reddit gefunden gehabt, und zwar Nikola One. Wir zoomen mal ganz kurz hier raus. Hier sehen wir, hier ist Cheyenne. Hier ist Narion und wenn wir jetzt hier noch ein bisschen runtergehen, ist hier Alpha Centauri. Also einmal hier schräg hoch, ist also auch nicht weit weg, könnt ihr schnell hin. Hier ist das System und hier ist der Mond. Nikola One. Das ist gar kein Mond, ist ein Planet. Okay, ist ein Planet, können wir auch mit leben. Da wollen wir hin, da wollen wir hin. Wenn wir den jetzt hier einmal scannen, dann sehen wir hier, wir haben 8 Ressourcen, unter anderem halt Eisen und Aluminium. Jetzt brauchen wir eine gute Stelle noch auf dem Planeten, wo Eisen und Aluminium nah beieinander ist. Wo das Ganze nah beieinander ist. Ich habe da vorhin schon mal eine Stelle herausgefunden gehabt, die ganz schön war. Ich glaube, die war hier in der Nähe gewesen. So, und keine Sorge, der Planet bei euch ist genauso wie meiner war. So, Landeplatz erkundet. Ich gehe mal ein bisschen raus aus der Karte.
Das müsste bei euch genauso aussehen. Versucht euch diese drei Formierungen hier zu merken. Ich scroll mal ein bisschen hier hoch. Hier seht ihr dieses große Wasser. Hier diese Dreierformation. Hier sage ich mal einfach wieder Wasser. So, wir zoomen mal rein. Und dann seht ihr hier, dass ich hier Aluminium habe und daneben habe ich Eisen. Und hier befinde ich mich auch gerade. Hier an dieser Stelle. Wir hatten vorher war schon mal hier gelandet und schon mal hier gelandet. Da habe ich es nicht gefunden. Jetzt, wo ich hier gelandet bin, habe ich es gefunden. Wie gesagt, der Planet sieht bei euch genauso aus. Also da könnt ihr euch jetzt auch so ein bisschen orientieren. Da ist mein Schiff, wo ich gelandet bin. Da hinten seht ihr auch eine Struktur, die sollte eigentlich bei euch ganz genauso da sein. Das sollte bei euch, glaube ich, ganz genauso da sein. Das Unbekannte sind die vielleicht nicht, aber diese Struktur auf jeden Fall. Dann hier rüber, dann haben wir hier diese steile Felswand. Diese steile Felswand. So, wenn wir jetzt schauen, dann sehen wir hier, dass wir hier direkt an dem Berg, diese Berghöhe hier hinauf, ein großes, großes Eisenfeld haben. Aluminium müsste hier auch immer noch in der Gegend sein. Wir gehen nochmal auf Außenposten, sicherheitshalber drauf und sehen, aha, er würde abbauen. Ja, auf alle Fälle Eisen, Aluminium, Wasser und Alkane. Das ist hier alles zur Verfügung. Also sagen wir bestätigen. Und dann bauen wir gleich mal unseren Eisenextraktor. Gehen darüber in die Top-Down-Ansicht. So, setz 1, 2, 3, 4. Ich mache erstmal vier überall hin. Jetzt müssen wir gucken, Aluminium. Ah, hier ist ein Aluminiumfeld. Haben wir hier noch irgendwo eins? Gut, setzen wir schön an den Rand. 1, 2. 3. Da müssen wir mit reinleben. Den vierten kriege ich hier nicht platziert, dann bin ich außerhalb des Baubereichs. Man sieht ja mal diesen Kreis, den die drumherum haben, wo der nächste stehen darf. Gut, haben wir 3 und 4, können wir mitleben. Also benötigte Energie haben wir 35. Wir brauchen 35 Energie. Also müssen wir jetzt Solarpanels bauen, da Stück. Und die packen wir dann hier hinten hin. Damit darf ich weiter weg, ne? Also, okay, wir brauchen 35 Energie. Hier unsere kleine Solarfarm hin. 32. 36. Komm, einmal nochmal sicherheitshalber, wenn wir nochmal irgendeinen Extraktor bauen oder so. So, jetzt haben wir also schon mal, ja, alles am Laufen. Und ihr seht, die Sonnenkollektoren drehen sich auch. Das bedeutet halt, dass halt auch wirklich der Power da ist. Ihr braucht nicht extra erst noch hier irgendwie einen Draht zu ziehen zu den Geräten. Wenn ihr das einmal macht, ich glaube, dann müsst ihr das immer machen bei einer Basis. Wenn ihr damit angefangen habt, wenn ihr das nicht macht, reicht es wirklich, die Sonnenkollektoren da einfach hinzusetzen. Soweit haben wir jetzt also hier schon mal eine funktionierende Basis. Wir extrahieren. Die sind hier schon am Arbeiten. Und jetzt brauchen wir natürlich Lager. Wir werden jetzt 2 Lager bauen. Gehen wieder in den Baumodus rein. Da, Feststoffbehälter klein. Mehr kann ich momentan nicht bauen. Feststoffbehälter klein. Ich gucke gerade auf mein Material. Reicht erstmal. Bauen wir hier 6 Stück hin. Und jetzt gehen wir rüber zu unseren Eisenextraktoren. Gut, muss reichen. So, mein Material ist erstmal alle. Aber wir kriegen ja Aluminium und Eisen. Daher ist das gar kein Problem. So, jetzt müssen wir noch dafür sorgen, dass natürlich die Extraktoren hier in die Lagerkisten hinein produzieren. So, mit RT, Ausgabelink erstellen und machen das auf diese Kiste hier. Machen wir von allen auf diese Kiste. Da rein produzieren. Er hier. Bitte hier rein produzieren. Er. Ebenso bitte hier rein produzieren. Und er hier oben auch noch. Nochmal Ausgabelink erstellen. So, die gehen alle da rein. Jetzt gehen wir wieder rüber zum Aluminium. Und sagen auch hier, Ausgabelink erstellen.
Ist das die untere Kiste? Ja, ne? So, in die untere Kiste. Und er hier auch in die untere Kiste. Wir hatten nur zwei gebaut, ne? Ne, hier ist noch ein dritter. Ausgabelink erstellen. Und hier rein. Gut. Jetzt gehen wir mal in den... So, da hinten, die produzieren also alle, wie man sieht, hier im Plus-Plus-Modus hier rein. Jetzt müssen wir hier einmal lang gehen, damit die anderen Kisten auch voll gemacht werden. Wir sagen also wieder Ausgabelink erstellen, nach da. Ausgabelink erstellen, nach da. Ausgabelink erstellen, nach da. Ausgabelink erstellen, nach da. So, jetzt werden unsere Container hier aufgefüllt. Jetzt machen wir dasselbe drüben bei den anderen Containern. Nach oben. Ausgabelink erstellen. Dann Ausgabelink erstellen. Ihr seht auch immer, wie sich die Farbe ändert. Da wisst ihr auch halt, da ist ein Ausgabelink vorhanden. Nach da. Ob ich mir das merke, dass das die letzte Kiste ist, weiß ich jetzt auch nicht. Machen wir so, dass das hier die letzte Kiste ist. So, jetzt habe ich meine Ausgabelinks alle erstellt. Gehen wir mal aus dem Baumodus raus. Und sind alle am Arbeiten. Also lassen wir jetzt auch mal ein bisschen arbeiten. Gehen wir nochmal in den Baumodus rein. Bauen uns hier erstmal eine Werkbank hin. Weil die werden wir ganz, ganz wichtig brauchen. Werkbank, so. Und dann bauen wir uns noch daneben einen Stuhl. So. Baumodus verlassen. Und jetzt warten wir mal ein bisschen. Dass die Maschinen hier arbeiten können. Setzen uns hier hin. Ihr seht, hier läuft auch die Zeit schön schnell. Warten wir einfach mal 12 Stunden, 146 Stunden auf dem Planeten. So, wenn wir dann hier rüber schauen, dann sehen wir schon an diesen grünen Markierungen hier, die sind alle voll. Die sind bereits alle voll durch das Warten hier. Aluminium, so, und kontrollieren das dann nochmal drüben beim Eisen. Und hier seht ihr auch alle grün am Leuchten, also auch alle voll. Jetzt gehen wir zu unserer Werkbank. Und ihr seht schon hier, was ich an Aluminium habe, was ich an Eisen habe, und bauen adaptive Rahmen. Die brauchen wir sowieso für die Lagerkisten brauchen wir die sowieso. Und natürlich, wir haben die Möglichkeit hier Erfahrungspunkte zu farmen. So, dauert jetzt auf der Konsole ein bisschen länger als am Rechner. Am Rechner geht das sowas flotter. Und bekommen wir jedes Mal 100 Erfahrungspunkte für jedes Mal. Wie gesagt, das ist jetzt natürlich an der Konsole nicht ganz so flott. Aber wir haben hier ein Game Pass Spiel. Das bedeutet, dass ihr natürlich die Möglichkeit habt, das Ganze auch am PC zu machen. Und da werden wir jetzt mal rüber wechseln und machen das Ganze nicht an der Konsole, sondern am PC. Ist ja Xbox Play Anywhere. Das bedeutet, wenn ihr Zugriff auf den PC habt, und der muss ja nicht mehr stark sein, ihr könnt ja auch über Cloud Gaming gehen, wenn ihr möchtet. Dann geht das auch. So, momentan will er hier noch nicht mehr weitergehen. Macht nur 88. Aber wir springen jetzt mal rüber zum PC. So, und jetzt am Rechner geht das natürlich die ganze Ecke flotter. Ihr seht, ich habe die Lage schon einigermaßen aufgefüllt. Ihr geht oben auf den adaptiven Rahmen und könnt dann dort mit E die Herstellung anfangen, und dann klickt ihr hier hinten hin, positioniert eure Maus dort an der Stelle die Maus auch lassen, ne? Jetzt nicht da wild herumfummeln, die Maus an der Stelle lassen, wieder E drücken für die Produktion. Ich zeige es gerade erst einmal in langsam. Wir drücken E, lassen die Maus an derselben Stelle nach Möglichkeit und drücken wieder E. So, da habe ich jetzt irgendwas falsch geklickt gehabt. Das ist jetzt am Anfang da ganz kurz. Da werdet ihr ganz kurz auch eventuell mal kurz falsch klicken. Aber das ist das Prinzip. Und jetzt zeige ich euch mal, wie das Ganze in schnell dann aussieht. Und jetzt bedeutet das eigentlich nur noch E drücken, Maus drücken, E drücken, Maus drücken, E drücken, Maus drücken und so weiter und so fort. Das könnt ihr also in einem Wahnsinnstempo machen. Und wenn ihr dafür irgendwelche Makrofunktionen habt, dann nutzt die.
Aber ansonsten hauen wir jetzt hier einfach die Erfahrungspunkte durch und ihr seht, wie massiv das hier wirklich durchhaut mit den Erfahrungspunkten. Das ist jetzt hier momentan nicht irgendwie schnell vorgespult oder irgendwas. Das ist die 1:1 Geschwindigkeit, wie ihr euer Lager leer macht. Das werden wir jetzt einmal komplett machen. Danach wisst ihr, denke ich mal, wie das Ganze funktioniert, dass ich euch das nicht nochmal zeigen muss. Aber das ist unglaublicher Hammer. Ich glaube nicht, dass es wirklich irgendwo eine andere Stelle im Spiel gibt, wo das Ganze schneller geht. Klar, ich werde dann hier zwischendurch hier noch upgraden, hier also, dass ich mehr Lagerraum habe, so dass dann halt hier meine Aluminium- und Eisenproduktion wirklich massiv schnell abläuft, dass ich hier dann wirklich so lange wie möglich am Stück hier adaptive Rahmen herstellen kann. Und das war's von mir. Damit sind wir durch. Ihr könnt jetzt adaptive Rahmen bauen. Unendlich wirklich für die Erfahrungspunkte. Es wird, keine Ahnung, 2-3 Stunden, denke ich mal, in Anspruch nehmen, ehe ihr dann hier Level 100 erreicht habt. Und dann ist ja noch lange nicht Schluss, aber Level 100, dann hat man auf alle Fälle den Erfolg in der Tasche dafür. Und wie gesagt, wenn ihr die adaptiven Rahmen dann wirklich noch irgendwo zum Händler bringen wollt, dann ist es halt auch so, dass ihr einfach dann natürlich auch massiv Kohle damit macht und dementsprechend dann auch ganz viele Credits habt und alles, vor allem ganz, ganz wichtig, finde ich persönlich, komplett glitchfrei, normales Nutzen der Spielmechanik, kein Exploit, kein gar nichts, einfach nur zocken. In dem Sinne, nicht besonders spannend zocken, okay, ich weiß. In dem Sinne, danke euch fürs dabei sein, ich hoffe, das Video hat geholfen, ich hoffe, es hat gefallen. Wenn dem so war, denkt an den Daumen nach oben. Ich sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming. Euer Goodie.